Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Undertale für den PC. Im letzten Part haben wir ein paar Rätsel von Sans und Papyrus gelöst und gehen dann jetzt weiter hinterher, um wahrscheinlich noch mehr Rätsel zu lösen. Hier ist sogar ein Speicherplatz. Hier ist schon wieder das gleiche mit der Maus da oben. Gefrorene Spaghetti. Es ist so kalt, dass es auf dem Tisch festgefroren ist, wie bei dem Käse. Eine nicht angesteckte Mikrowelle. Es hat in den Einstellungen nur Spaghetti. Das heißt, eine Notiz von Papyrus. Mensch, wie bitte hab Spaß mit diesen Spaghetti? Du weißt nicht so viel, aber. Oder so wenig, keine Ahnung, wie man das direkt zu Deutsch übersetzt, ist halt so eine Redewendung. Diese Spaghetti sind eine Falle. Entworfen, um dich zu vernichten oder so. Du wirst so beschäftigt sein, das zu essen, dass du nicht mal bemerken wirst, dass du fortschreitest, dass du Fortschritte machst. Ja, unterschrieben von dem Papyrus. Wie wäre es aber, wenn ich das gar nicht esse? Warning, Dog Marriage. Oh nein, eine Hundeheirat. Hochzeit. Oh nein. Ice Cap Jerry came too. Den muss ich jetzt mal checken. Jerry? Everyone knows Jerry. Makes the text 2 seconds longer. Ach du Scheiße. Shh, I'm thinking, guys. Has to go to the bathroom. Ditch. I just love my head, okay? Was war denn das jetzt gerade? Wieso haben wir den jetzt geditcht? The other monsters come celebrate. Was haben die denn für ein Problem mit dem? So, ich werde den jetzt erstmal ignorieren. Und zwar zweimal. Och, Mann. Lass mich immer wieder treffen hiervon. Oh nein. Oh nein. Boah, das geht ja echt 2 Sekunden länger hier. Ei, Wi-Fi. Das WLAN hier ist scheiße. WTF. Eine Karte. Ach du Scheiße. Also da ist ein Eingang, dann nach links, oben, zwischen den Bäumen. Ach, das ist ja hier. Ah, zwischen den 3 Bäumen da also. Oder den 3 Steinen. Nee, 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 hier, genau hier. Oh, hier ist ein Schalter versteckt im Schnee. Klick. Und der steckt jetzt fest. Okay. Was ein Rätsel. Aber was hat es mit der Hundehochzeit auf sich? Oh, shit. Nicht bewegen. Was riecht hier so? Und wo riecht es hier so? Wenn du ein Geruch bist. Identifiziere dich. Oh Gott. Hier ist dieser komische Geruch. Es bringt mich dazu, es eliminieren, es zu wollen. Dich zu eliminieren. Oh Gott. Doggy assault you. Oh shit. Doggy me, Doggeressa, nein. Pet. It's too suspicious of your smell. Jetzt kann, darf ich mich ja auch nicht bewegen und dann ist alles gut, oder wie ist es? Oh nee. Okay, blau bedeutet. Okay. Are re-evaluating your smell. Ach du Scheiße. Check. Knows only what he smells.
Take my wife. Oh nee. WTF? Das sind nicht mal so eine blauen Dinger, also die können mich sogar wirklich gerade killen. Scheiße. Scheiße. Okay, wir probieren hier nochmal was. Und zwar werde ich jetzt mal probieren. Warte rein. Ach, nicht das schon wieder. Ah, wie ich mich immer wieder von dem treffen lasse, das ist echt unglaublich. Nee, ihn hier ignorieren. Wow. Spare. Und Ditch. So, jetzt möchte ich allerdings erst noch ganz kurz, das habe ich jetzt vergessen, hier nochmal mit allem interagieren, weil ich das, glaube, nicht gemacht habe nach dem Speichern. Und das, ja, halt einfach damit interagiert haben möchte. So, jetzt nochmal speichern. Oh nein! Ah, nicht nochmal. So, und jetzt, wo dieser Schalter gedrückt ist, werde ich hier bei den Hunden nochmal was anderes probieren. Okay, ich laufe automatisch in die Mitte. Okay, ich kann mich hier auch nicht bewegen. Also doch, der Kampf ist tatsächlich Pflicht. Ach du Scheiße. Roll around, resniff. Ich probiere das mal. Ah. Damn it. Practicing for the next couples contest. Roll around. Ah. Ah. Ach du Scheiße. Und jetzt bitte resniff. After rolling in the dirt, you smell all right. What smells? Are you actually a little puppy? Oh nee! Ach du Scheiße, wie soll man denn da ausweichen? Ach Scheiße. Oh Gott. You may be a lost puppy, okay. Nein! Fuck. Are re-evaluating your smell. Fuck, was muss ich denn tun? Ich muss mich jetzt erstmal heilen, sonst bin ich tot. Dogs are saying sickly sweet things to each other. Pet. You pet dog me. Wow, pet by another pup. Ich weiß nicht, wie man da ausweichen soll. Okay, aber jetzt kann ich sie sperren. Ich musste nur beide streichen. Alles klar, gut. Du hast gewonnen, danke. Dogs, Hunde können andere Hunde streicheln. Wow, eine neue Welt hat sich für uns geöffnet. Danke, komisches Welpen. Was sind das denn für die komischen Hunde? Mach jedes X zu einem Null, zu einer Null und dann drücke den Schalter. Oder zu einem Kreis halt, nicht zu einer Null.
Okay, ist doch nicht so schwer, wie ich dachte. Hallo. Was? Wie bist du meine Falle umgangen? Und noch wichtiger, ist hier irgendwas für mich übrig? Was sagst du, Papyrus, zu seinen Spaghetti? Leftet. Wirklich? Wow. Du... Oh nein. Du hast dich geweigert, meine hausgemachten Spaghetti zu essen. Nur damit du sie mit mir teilen kannst. Oh. Fred, not human. Weiß ja nicht, was das heißt. Ich. Papyrus. Werde dir alle Spaghetti zubereiten, die du willst. Oh, ist das ein süßer Kerl. Hi. Mein Bruder hat angefangen, eine Sockenkollektion zu erstellen. Wie traurig. Irgendwie wundert's mich immer wieder, wie es ihm geht. Also irgendwie frage ich mich immer, wie es ihm geht. Ohne... Was hat such a cool guy think? Ohne jemanden so coolen, der auf ihn aufpasst. Muss ich jetzt gar nicht gegen dich kämpfen? Okay. Mensch! Nun, wie sage ich das? Du hast eine lange Zeit gebraucht, um anzukommen, also... Habe ich dafür gesorgt, dass dies... Also habe ich mich dafür entschieden, dass dieses Rätsel... ausgefeilter ist. Indem ich... By arranging the snow to look more like my face. Also, indem ich dafür gesorgt habe, dass der Schnee mehr aussieht wie mein Gesicht. Unglücklicherweise ist der Schnee auf dem Boden festgefroren. Nun ist die Lösung etwas anders. Und wie immer, mein fauler Bruder ist hier nirgends. Nun... Ich denke mal, das, was ich sage, ist, mach dir keine Sorgen, Mensch. Ich, der große Papyrus, werde dieses Konundrum lösen. Dann können wir beide durchgehen. Währenddessen, ja, probier's mal so für dich so aus, ne? Ich versuche die Antwort nicht herauszugeben. Okay, mal gucken, also. Pow, pow. Pow, 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 pow. Pow, pow, okay, ich hab's geschafft. Pow, pow, pow. Mist, doch nicht. Okay, nochmal zurück. So, dann machen wir das anders. Wie machen wir das? Da oben wird's problematisch, ne? Eigentlich nicht. Tada. Wow, du hast es gelöst! Und das ohne meine Hilfe. Unglaublich, ich bin beeindruckt! Du musst dich so sehr... Also, du musst dich so sehr für Puzzle, für Rätsel interessieren wie ich. Nun, ich bin sicher, du wirst das nächste Rätsel dann auch lieben. Hm, kann vielleicht sogar viel zu einfach für dich sein. Ach, Papyrus ist cool. Ach, High Sense. Gut gemacht, das so schnell zu lösen. Du hast nicht mal meine Hilfe gebraucht, was sehr gut ist. Denn ich liebe es, absolut nichts zu tun. Ja, ja, Sens, ja, ja. Oh Gott. Hey! Es ist der Mensch! Du wirst dieses Rätsel lieben. Es wurde vom großen Dr. Alphys erschaffen. Siehst du diese Teilchen? Wenn ich diesen Schalter umlege, werden sie beginnen, die Farbe zu ändern. Jede Farbe hat eine andere Funktion. Rote kann man nicht umgehen. Das schreibe ich mir mal auf. Red Impassable.
Du kannst nicht über sie laufen. Gelbe sind elektrisch. Schreibe ich mir auch auf. Sie werden dich elektrisieren. Grüne. Alarmteils, okay. Sind Alarmteile. Wenn du auf sie gehst, wirst du ein Monster bekämpfen müssen. Okay, schreibe ich mir auch dazu. Und orange. Orange scented. Was ist das? Oh, they will make you smell delicious. Werden dafür sorgen, dass du gut riechst. Und die blauen Teile sind Wasser, durch die man durchschwimmen kann, aber wenn du nach Orangen riechst, schreibe ich mir auch kurz dazu, werden dich die Piranhas essen. Also, wenn du ein, wenn ein blau ist, neben einem Orangen, neben einem gelben Teil ist, wird das Wasser dich auch elektrisieren. Okay, schreibe ich mir auch dazu. Und nicht, wenn neben Yellow. Die lilanen sind slippery. Ich glaube, so viel wie rutschig, oder? Weiß ich nicht. Ja, genau. You will slide to the next tile. Du wirst zum nächsten Teil halt, zum nächsten Fleck rutschen. Wie auch immer, die rutschige Seife riecht nach Limonade, nach Zitrone. Limette, wie auch immer, Zitrone. Was die Piranhas nicht mögen. Schreibe ich mir alles dazu hier. Purple and Blue, okay, finally. Pink Tiles, das schreibe ich mir noch dazu, ne, muss ja. Die machen gar nichts. Geh auf sie, so wie du willst. Na, wie war das? Verstanden? Yes. Wunderbar! Dann gibt es nur eine letzte Sache. Dieses Rätsel ist komplett zufällig. Wenn ich diesen Schalter drücke, wird es ein Rätsel erschaffen, das noch nie zuvor gesehen wurde. Nicht mal ich werde die Lösung kennen. Mach dich bereit. Oh, Epilepsie, ey. Ich muss jetzt gerade wirklich mal weggucken. Das ist, ich bin zwar nicht Epileptiker, aber das macht mir ganz schön zu schaffen. Ich wusste, dass sowas in der Art passiert. Eigentlich, die Spaghetti von früher waren gar nicht so schlecht wie mein Bruder. Achso, es war gar nicht so schlecht wie mein Bruder. Seitdem hat er angefangen, Kochkurse zu nehmen. Ah nee, seit er angefangen hat, Kochkurse zu nehmen, hat sich das um einiges verbessert. Ich wette, wenn er weitermacht, wird er nächstes Jahr sogar was Essbares machen. Ich wusste, dass sowas passiert und trotzdem habe ich mir die Notizen gemacht. Please, Pet Doc. Okay, mache ich gleich erstmal speichern. Dieser Hund starrt leer in den Schnee. Oh, und wartet darauf, dass es sich in irgendwelche Kunst verwandelt. Oh, ich kann es nicht zu Kunst machen. Box für eine Box mit Brummeres. Keine Ahnung, was das sind. Hi. Dieser Hund glaubt, dass er selbst ein Künstler ist, aber weiß nicht, was er erschaffen soll. Es ist möglich, es ist wahrscheinlich keine Hilfe, dass sein Gehirn so klein ist wie ein Stück Kibble. Ich weiß nicht, was Kibble ist. Mann, ich will das hier für den armen kleinen Hund machen. So, allerdings würde ich auch erstmal sagen, dass es das für den Part war. Und wir uns hier dann im nächsten Part wiedersehen von Let's Play Undertale für den PC. Bis dann und ciao.